Was glaubt ihr? Wie oft lügen wir so durchschnittlich am Tag? 2, 20 oder doch 200 Mal? Mein erster Guess war 20 Mal, wobei ich auch schon mal gehört habe, dass wir sogar 200 Mal am Tag lügen sollen. Lügen wir echt so viel? Was die richtige Antwort ist, verrate ich euch gleich. Außerdem schauen wir uns an, was genau eine Lüge ist, warum wir überhaupt lügen und was der Lügenforscher Professor Dr. Gama zu Lügendetektoren sagt. Funktionieren die wirklich? Bevor wir jetzt hier so ganz selbstverständlich von Lügen sprechen, müssen wir erstmal kurz definieren, was genau eine Lüge überhaupt ist. Damit etwas als Lüge zählt, müssen zwei verschiedene Kriterien erfüllt sein. Erstens, Lügen müssen wissentlich erzählt werden. Das heißt, man weiß, was die Wahrheit ist, aber erzählt trotzdem was Falsches. Es ist also keine Lüge, wenn man etwas nicht besser weiß. Wenn man zum Beispiel etwas rumerzählt, von dem man dachte, dass das safe stimmt, ist das keine Lüge, auch wenn es dann schnell mal heißt, boah ey, du bist voll der Lügner bzw. voll die Lügnerin. Zweitens, Lügen müssen mit einer Täuschungsabsicht erzählt werden. Das heißt, man lügt mit der Absicht, dass die andere Person einem glaubt. Sprich, wenn beiden klar ist, dass etwas nicht ernst gemeint ist, dann ist es auch keine Lüge. Ein "Ich habe die ganze Woche nicht geschlafen" ist zum Beispiel keine Lüge, wenn allen klar ist, dass man damit meint, hey, ich habe einfach sehr wenig geschlafen. Worüber lügen wir? Könnt ihr euch noch dran erinnern, worüber ihr das letzte Mal gelogen habt? Meine letzte Lüge, an die ich mich erinnern kann, war, als ich zu meiner Freundin gesagt habe, dass ich ein bisschen später komme, aber schon on the way bin, obwohl ich mir noch nicht mal die Schuhe angezogen habe. Es gibt eine zentrale Studie in der Lügenforschung, die sich genau mit der Frage, worüber wir lügen, beschäftigt hat. In der Studie haben knapp 150 Leute für eine Woche jeden Tag lang aufgeschrieben, wenn sie mit irgendjemandem gesprochen haben und auch, ob sie in dem Gespräch gelogen haben. Dabei haben die Forschenden herausgefunden, dass wir vor allem über unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse lügen. Wir sagen also zum Beispiel, hey, ich habe mich mega über dein Geschenk gefreut, auch wenn wir das Geschenk nur so semi-cool finden. Außerdem lügen wir darüber, was wir gemacht haben oder was wir vorhaben noch zu machen. Wir sagen also zum Beispiel, ja hey klar, lass uns gerne nochmal treffen, auch wenn wir das Date nicht so wirklich toll fanden und uns eigentlich schon klar ist, dass wir die Person nicht nochmal treffen wollen. Neben solchen Alltagslügen gibt es auch sogenannte Serious Lies, also übersetzt sowas wie ernsthafte Lügen oder so ein bisschen dramatischer Lebenslügen. Die Lügenforscherin Bella De Paolo hat im Rahmen einer Studie Menschen gefragt, was war die schlimmste Lüge, die ihnen jemals erzählt wurde und was war die schlimmste Lüge, die sie selbst mal erzählt haben. Das Ergebnis? Die schlimmsten Lügen waren die, die ihnen von den engsten Vertrauten, also von PartnerInnen, Eltern oder besten FreundInnen erzählt wurden. Dabei ging es um Affären, falsche Gefühle und so verheimlichtes Fehlverhalten, also wenn man zum Beispiel was von der anderen Person kaputt gemacht hat, aber nichts sagt. Warum lügen wir? Bevor ich gleich auflöse, ob wir durchschnittlich 2, 20 oder 200 Mal am Tag lügen, schauen wir uns noch an, warum wir überhaupt Lügen erzählen. Auch das hat man nämlich in der Studie erforscht. Zu 50% lügen wir aus egoistischen Gründen, um persönliche Vorteile zu haben oder um uns emotional zu schützen. Das heißt, wir lügen zum Beispiel, um uns vor unangenehmen Aufgaben zu drücken oder aber auch um Streit oder peinliche Situationen zu vermeiden. Dazu gehören auch so Lügen wie, ja, mir geht's voll gut, danke, wenn es einem eigentlich alles andere als gut geht oder, ja, hey, klar, ich weiß auf jeden Fall, wovon du redest, wenn man eigentlich so gar keinen Plan hat. Zu 25% lügen wir, um anderen einen Vorteil zu verschaffen oder um andere emotional zu schützen. Dazu gehören Komplimente wie, hey, die neue Frisur steht dir echt gut, auch wenn man eigentlich der Meinung ist, dass die Frise für die andere Person jetzt nicht so vorteilhaft ist. Oder aber Aussagen, um Stress zu vermeiden, wie, puh, ich weiß auch nicht, was XY gegen dich hat. Falls ihr euch jetzt denkt, hey, warte mal, da fehlen aber noch 25%, stimmt, aber bei den restlichen 25% der Lügen handelt es sich um sogenannte Mischformen, also Lügen, die man in der Studie nicht eindeutig zuordnen konnte. Wie häufig lügen wir? Ich löse jetzt auf, wie häufig wir am Tag lügen. Schreibt mir aber doch gerne erstmal in die Kommentare, was ihr denn denkt. 2, 20 oder 200 Mal. Richtig ist 2 Mal. Das hat man nicht nur in der Studie von der Lügenforscherin Bella De Paolo herausgefunden, sondern auch in anderen Tagebuchstudien und Umfragen. Dass wir angeblich 200 Mal am Tag lügen sollen, ist also ein Mythos, der sich aber ziemlich hartnäckig in den Medien hält. Wir haben den Lügenforscher Professor Dr. Gama im Interview gefragt, was er denkt, woher diese hohe Zahl kommt. Meiner Meinung nach kommt die von einem Artikel, der im Time Magazine mal erschienen ist, wo
ein Sozialpsychologe war es, glaube ich, ein amerikanischer, das geschätzt hat. Es gibt keine Studie, die das verifizieren würde, diese 200 Mal pro Tag. Also auf diese 200 Mal kommt man vielleicht, wobei auch selbst dann wäre ich skeptisch, ob man darauf kommt, wenn man jeglichen Ausspruch, den man so als soziale Konvention tagtäglich äußert, gleich als Lüge klassifiziert. Also beispielsweise, wenn ich jemandem guten Morgen sage, aber es ist mir vollkommen egal, ob die Person einen guten Morgen hat. Wenn man das als Lüge klassifiziert, dann kommt man vielleicht auf 200. Aber selbst dann, glaube ich, geht das nicht. Das mit diesem, wir lügen durchschnittlich zweimal am Tag, ist aber auch noch nicht so die ganze Wahrheit. Wenn man sich nämlich mal Studien anschaut, in denen man nur danach gefragt wird, wie häufig man in 24 Stunden gelogen hat, dann fällt auf, dass es wie so zwei Extreme gibt. Das eine Extrem sind die Leute, die innerhalb von 24 Stunden nicht einmal gelogen haben, und das andere Extrem sind Personen, die super viel gelogen haben. Die Frage ist jetzt, was unterscheidet diese beiden Extreme voneinander? Zwei Faktoren spielen hier eine Rolle, das Alter und die Persönlichkeit. Jugendliche lügen am häufigsten, kleine Kinder und ältere Erwachsene am seltensten. Warum kleine Kinder nicht lügen können, habe ich übrigens schon mal in einem Video erklärt. Den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Neben dem Alter können auch Unterschiede in der Persönlichkeit zumindest teilweise erklären, warum einige deutlich mehr lügen als andere. Diese drei Persönlichkeitseigenschaften spielen hier eine Rolle. Wenn es einem sehr wichtig ist, was andere von einem denken, wenn man eher extravertiert anstatt introvertiert ist und wenn man so manipulativ veranlagt ist, also zum Beispiel mit voller Absicht lügt, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Können wir Lügen erkennen? Was denkt ihr? Kann man von außen erkennen, ob eine Person lügt? Nope. Also zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Eine große Metastudie hat gezeigt, dass die Trefferquote gerade mal 54% beträgt, dass man von außen richtig erkennt, dass jemand lügt. Man kann also genauso gut einfach eine Münze werfen. Dass LügnerInnen Augenkontakt vermeiden, so ganz nervös wirken oder sich irgendwie häufig an die Nase fassen, kann man verallgemeinernd nämlich nicht sagen. Menschen lügen einfach super unterschiedlich. Das heißt, so eindeutige Lügenmerkmale gibt es nicht. Aber wie sieht's denn mit den bekannten Lügendetektoren aus? Kann man damit wirklich feststellen, ob jemand lügt? Lügendetektor klingt erstmal so voll fancy. Tatsächlich ist es aber eigentlich nur ein Gerät, das unsere Körperreaktion ganz genau misst. Und mit Lügen hat das erstmal so überhaupt nichts zu tun. Die Idee dahinter ist super simpel. Wenn man in einer Befragungssituation lügt, dann gerät man unter Druck und das Gehirn aktiviert den Sympathikus, der dann den ganzen Körper in eine Art Alarmzustand versetzt. Das Ergebnis, das Herz fängt an schneller zu schlagen und man schwitzt mehr. Und das merkt dann der Lügendetektor. Das Problem ist aber, ein Lügendetektor misst nur, wie aufgeregt jemand ist, aber halt nicht, warum diese Person so aufgeregt ist. Das heißt, bei einer Person, die unschuldig ist, aber Angst hat, verurteilt zu werden und deswegen bei manchen Fragen total nervös wird, würde der Lügendetektor auch Alarm schlagen. Aus diesem Grund ist der Einsatz von einem Lügendetektor im Strafverfahren seit 1954 in Deutschland verboten. Der Lügenexperte Matthias Gamer meinte im Interview allerdings, dass er den Lügendetektor jetzt auch nicht so komplett sinnlos findet. Laut ihm kommt es da sehr auf die Befragungstechnik an, die man anwendet, wenn Leute an so einen Lügendetektor angeschlossen sind. Er sagt, es gibt da so eine Technik, die spezifisch genug ist, um einige Lügen im polizeilichen Kontext zu entlarven. Und das ist der sogenannte Tatwissenstest. Beim Tatwissenstest geht es eher darum, dass man gar nicht nach Lügen sucht, sondern beim Tatwissenstest will man herausfinden, ob eine Person tatspezifisches Wissen hat. Das heißt also, ob eine Person Dinge weiß, die ein Unschuldiger nicht wissen kann. Und deswegen ist ein Tatwissentest halt so aufgebaut, dass man so eine Art Multiple-Choice-Frage stellt. Also man fragt zum Beispiel, welche Tatwaffe wurde verwendet? Und dann präsentiert man verschiedene ähnlich plausible Alternativen. Also man fragt zum Beispiel, war es ein Messer, war es eine Pistole, war es eine Schrotflinte und ähnliches. Jemand, der unschuldig ist und kein Wissen zum Tathergang hat, der wird unsystematisch auf die verschiedenen Alternativen reagieren. Jemand, der Tatwissen hat, für den wird eine Alternative besonders hervorstechen, nämlich die, die tatsächlich eine Rolle gespielt hat, und die Person wird darauf stärker reagieren. Und auf diese Art und Weise kann aus den eigentlich unspezifischen körperlichen Reaktionen, die man misst, dann doch eine spezifische Schlussfolgerung gezogen werden. Auch wenn sich dieser Tatwissenstest schon im Labor bewährt hat und auch schon bereits in einigen Ländern, wie zum Beispiel Japan, zur Anwendung kommt, ist es in Deutschland noch super umstritten, ob das in der Realität genauso gut funktioniert wie im Labor. Matthias Gamer sagt später auch noch im Interview zu uns, dass er den Tatwissenstest so eher als Hilfsmittel sieht und weniger als Kriterium, um am Ende dann
zu entscheiden, Gefängnis ja oder nein. Ich fand es super spannend, mich mal ausführlicher mit Lügen zu beschäftigen und so die Wahrheit über Lügen ans Licht zu bringen. Gibt es Themen, zu denen ich auch unbedingt mal ein Video machen soll, dann schreibt es mir hier super gerne mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es voll gerne mit euren Freunden und Freundinnen und wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, dann abonniert auch super gerne meinen Kanal und drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, es ist so, so schön, dass ihr alle da seid, fühlt euch virtuell von mir gedrückt und bis in 2 Wochen. Im neuen Video von Der Fall erklärt die Kriminalpsychologin Lydika Benecke am Fall von Patty Hearst, was es mit dem Stockholm-Syndrom auf sich hat. Mega spannend. Haben schizophrene Menschen wirklich eine gespaltene Persönlichkeit? In meinem letzten Video habe ich mir angeschaut, was an den Vorurteilen rund um Schizophrenie wirklich dran ist. Falls ihr das Video noch nicht kennt, bitte guckt es euch an.